März 2006, Aufruhr in Frankreich. Jugendliche protestieren gegen die Einführung eines Sonderarbeitsvertrags für Berufsanfänger, den sogenannten CPÖ. Sie befürchten Prekarisierung und Ungleichbehandlung zwischen Jung und Alt. Sollte dieser Ausbruch nur der Vorbote eines tiefgreifenden, radikalen Wandels gewesen sein? Alle Analysen und Prognosen zeigen, dass die Zahl der Jungen in Europa unaufhaltsam abnimmt. Woran liegt es, dass die Jungen ihren Platz in der Gesellschaft nicht finden? Verstellt ihnen die ältere Generation den Weg? Wir sprechen mit William, Emilie, Céline, Katja, Bruno, Rick und Antoine. Sieben junge Franzosen und Deutsche, die sich nicht kennen, aber gemeinsam einen Brief an die Generation ihrer Eltern geschrieben haben. Ein Brief wie ein Manifest. William, 27 Jahre. Ich träume vom Glück und Glücklichsein. Brief an die ältere Generation. Was fehlt, ist die Hoffnung. Ich empfinde stattdessen Sinnlosigkeit. Wir können unser Leben nicht selbst gestalten, sondern müssen uns anpassen. Unsere Pläne werden zu Utopien degradiert, während ihr eure Träume in Ziele verwandeln konntet. Jede Woche dasselbe. Sobald der Kiosk aufmacht, holt sich William alle Immobilienmagazine. Später wird er die Kleinanzeigen durchforsten. William sucht eine Wohnung in Paris. C'est parti. Merci. Bonne fin de journée. Zurzeit wohnt William im Pariser Vorort Châtillon, in einem Wohnheim für junge Werktätige. In seiner Heimatstadt Dijon hat William keine Arbeit als Elektroniker gefunden. Deshalb ist er nach Paris gekommen. Vor 3 Jahren hat er schließlich einen Arbeitsplatz bei einem Hörgerätehersteller ergattert. Seine erste unbefristete Stelle. In diesem 17 Quadratmeter großen Zimmer wohnt er seit 6 Monaten. Er hat keine andere Wahl. Alles andere übersteigt schlicht sein Budget. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour l'annonce, pour la location de la chambre meublée. Je voudrais savoir déjà si elle est disponible ou pas. On a des très bons dossiers déjà, quelques-uns, mais vous savez, il faut étudier ça et vous êtes étudiant ? Oui, justement, c'est marqué de préférence étudiant. Moi, je suis pas étudiant. Et ça pose problème, le fait que je sois pas étudiant ? Parce que, écoutez, c'est une petite chambre qui est surtout faite pour étudiants, hein, je trouve. Ok. Vous travaillez dans quoi ? Je travaille dans l'audition, la prothèse auditive. Mais, ouais. Non, jusqu'à présent, vous voyez, c'est une chambre, ça fait des années qu'on la loue. On n'a eu que des étudiants, vous voyez, parce que les parents se portent conscients déjà, vous voyez. Ça sera la même chose, hein. Mes parents vont se porter caution, quoi. Ich hätte nie gedacht, dass es mit einem festen Gehalt so schwierig ist, etwas Bezahlbares zu finden. Ich verdiene 1.200 Euro und kann keine 600 Euro Miete zahlen. Das ist zu viel. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Für sein Zimmer zahlt William monatlich 400 Euro, ein Drittel seines Gehalts. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt trifft die Jungen besonders hart. Etwa 3 Millionen junge Franzosen sind schlecht untergebracht, 30% ihrer Altersgruppe. Meine Eltern waren in meinem Alter schon voll eingerichtet und verheiratet. Ich war schon geboren, da waren meine Eltern 22. Ich dagegen bin ledig und lebe in einem Wohnheim. Ich bin 27 Jahre alt und habe erst seit 3 Jahren eine unbefristete Stelle. Da ist wirklich eine große Diskrepanz. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Aber wir sind jung und in der Lage, uns anzupassen. Also finden wir uns damit ab und hoffen darauf, dass später einmal alles besser wird.
Ich bekomme keinen Kredit für meinen Start ins Leben. Man bringt mir kein Vertrauen entgegen. Ich habe eine Ausbildung und eine Arbeit, trotzdem finde ich keine Wohnung. Ich habe das Gefühl, man lässt mich nicht erwachsen werden. William besucht seine Mutter in seinem Elternhaus bei Dijon, wohin er in seiner Freizeit gern und oft zurückkehrt. Seine Mutter Marie-Laure war früher Verwaltungsangestellte in einer Klinik. Die Rentnerin arbeitet jetzt wieder als Putzfrau, um William und seine Geschwister zu unterstützen. Hast du dich ein bisschen ausgeruht? Sie geben mir einen gewissen finanziellen Rückhalt. Ende des Monats wird es manchmal eng bei mir. Ich musste schon ein paar Mal bei Ihnen anklopfen und mir ein bisschen Geld leihen, weil ich pleite war. Ich tue, was ich kann. Auch wenn ich ihm irgendwann vielleicht sagen muss, William, ich kann nicht mehr. Ich finanziere ihm vor allem sein Auto. Sicher ist, dass man den Kindern heute helfen muss. Das war bei unserer Generation noch anders. Vor 20 Jahren war man viel selbstständiger und hat sein eigenes Leben gelebt. Meine Mutter stand mit 27 schon auf eigenen Beinen. Mit 20 hatte ich schon 2 Jahre gearbeitet. Ja, aber damals gab es auch noch keine Arbeitslosigkeit. Es gab schon Arbeitslosigkeit, aber... Aber dich betraf das nicht, weil du im öffentlichen Dienst warst. Weil ich mich dafür entschieden hatte, William. Eine Entscheidung, die auch dein Vater... Er bereut es. Nein, und du weißt genau, was er dir damals geraten hat. Ja, aber er kann nicht für mich entscheiden, was ich werden möchte. In den öffentlichen Dienst. Dein Vater wollte, dass du zur Armee gehst. Genau, zur Armee. Oder zur Polizei. Ja, das fehlte noch. Ich kenne einige junge Leute, die bei der Polizei sind. Denen geht es gut. Was sollte ich denn bitte bei der Polizei? Hauptsache, man hat Arbeit. Das geht bei mir nicht. So etwas kann man in Paris nicht machen. Oder höchstens in einem kleinen Blumenkasten auf dem Balkon. En fait, mes parents, ils sont très terre à terre. Meine Eltern sind sehr bodenständig. Sie wollten, dass ich Polizist oder so etwas werde, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Sie möchten, dass ihr Sohn versorgt ist, keine Schwierigkeiten hat. Aber ich sehe mich nun einmal nicht in einem solchen Beruf. Daher habe ich mir etwas ausgesucht, das irgendwo zwischen einer künstlerischen Tätigkeit und dem öffentlichen Dienst bzw. der Polizei liegt. Das waren die beiden Extreme und ich habe mich in der Mitte angesiedelt. Vielleicht hätte ich ähnlich reagiert wie meine Eltern. Andererseits würde ich meinen Kindern aber auch eine gewisse Freiheit lassen und ihnen sagen, das Wichtigste ist, dass du das machst, was du möchtest, und nicht das, was mir für dich vorschwebt. Ich werde mich natürlich bemühen, sie aufgrund meiner Lebenserfahrung gut zu beraten. Aber das Wichtigste ist, dass sie glücklich werden und ihr eigenes Leben leben, und nicht das Leben, das ich mir für sie vorstelle.
Mein Name ist Katja, ich bin 27 Jahre alt und ich träume davon, in meinem erlernten Beruf als Sozialpädagogin zu arbeiten und danach endlich meine Familie aufzubauen. Ihr müsst mir eine Chance geben, denn ihr habt es mir versprochen. Ihr habt es meiner Generation versprochen. Euch soll es besser gehen, habt ihr gesagt. Wir müssen sparen, sagt ihr jetzt. Aber ihr spart bei uns jungen Berufsanfängern, weil wir schwach sind. Katja lebt in Ostdeutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr steigt sie auf ihr Fahrrad, um 7 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Katja hat eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin absolviert und sucht seit 2 Jahren vergeblich eine feste Stelle. Zurzeit macht sie ein unbezahltes Praktikum in einem Behindertenzentrum in Kraupa. Dass sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, hat auch finanzielle Gründe. Sag mal, mir macht's viel Spaß. Ich möchte gerne mal wieder in meine Arbeit reinschauen, dadurch, dass ich jetzt so lange draußen war. Und ja, ich hoffe, dass ich eventuell dann was kriege, wenn ich jetzt die 2 Monate mal was gearbeitet habe, dass ich was nachweisen kann. Wie viele ihrer Klassenkameraden war Katja nach dem Abitur unsicher, welchen Berufsweg sie einschlagen sollte. Schließlich entschied sie sich für Sozialarbeit. Morgen, Ines. Morgen. Ja, ne? Morgen. Morgen. Morgen, Heiko. Da. Na, wie geht's? Alle Behinderten im Zentrum sind volljährig und arbeiten je nach dem Grad ihrer Behinderung in verschiedenen Gruppen. In Katjas Gruppe werden Einzelteile sortiert und gewogen, die eine andere Gruppe dann verpackt. Keine leichte Arbeit, weder für die Behinderten noch für ihre Betreuer. Ich wollte eigentlich erst gar nicht mit Behinderten arbeiten. Ich habe das eigentlich im Studium immer so gemieden, die Seminare zu belegen, weil ich gedacht habe, Behinderte ist nicht so mein Ding. Und jetzt habe ich mich halt mal entschieden, jetzt das Praktikum zu machen. Und ich ärgere mich jetzt eigentlich im Nachhinein, dass ich die Seminare in der Richtung nicht mehr belegt habe. Morgen. Morgen. Der Leiter des Zentrums, Uwe Friedrich, weiß, wie schwierig es ist, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Trotzdem hat er keinen Arbeitsplatz für Katja. Er kann jungen Hochschulabsolventen nur Praktika anbieten. Es ist natürlich auch für die jungen Leute nicht einfach, weil sie kriegen eigentlich mit Beendigung der Schule und dem Anstehen, dass Praktikumsplätze, Ausbildungsstellen und sowas gesucht werden, ab dem Moment kriegen sie eigentlich suggeriert, na ja, gut, so sehr braucht mich die Gesellschaft hier nicht. Es ist nicht allzu viel Platz da. Dennoch ist Katja im Zentrum gut integriert. Hier zweifelt niemand an ihrer beruflichen Kompetenz. Ich habe alles befolgt, was ihr gesagt habt. Ich habe Schulabschluss, Studium, Diplom. Und jetzt? Ich will mich für die Menschen einsetzen, die allein nicht auf die Beine kommen. Für Behinderte. Und dann auf einmal heißt es, kein Geld da, keine freien Stellen, alles schon besetzt. Ich muss keinen Herzanfall kriegen. Wo ich mich beraten habe beim Arbeitsamt und so, ich sag mal, das im sozialen Bereich hat man ja, haben sie immer gesagt, es werden Stellen dann gesucht, wo ich damals nach dem Abitur mich erkundigt habe und so. Ja, man muss halt Arbeit haben, um überhaupt eine Familie zu gründen zu können. Man möchte dem Nachwuchs ja auch dem Kind was bieten. Und man will ja nicht unterste Grenze, der Armutgrenze, was jetzt schon ist in Deutschland, dass das Kind da reinwächst. Das
Man ist schon sauer darauf. Naja, die ältere Generation macht sich jetzt auch eigentlich keinen Kopf mehr. Man ist fertig und na, nun soll man gucken, wo man unterkommt. Die sagen sich ja, es gibt genug Stellen. Weil die sich in der Hinsicht auch nicht drum kümmern oder gucken, wenn jetzt Ältere ihren Job haben, arbeiten so. Und ansonsten sagen sie, ja, man kann sich kümmern, man ist jung. Und man findet schon was, wenn man was haben möchte. Und ist das so? Nee, auf keinen Fall. Ich sag mal, so viel Bewerbung, wie ich schon geschrieben habe und Absagen gekriegt habe. Und ist eigentlich, sag ich mal, sehr traurig. Und so wird Katja, die derzeit monatlich nur 300 Euro vom Staat erhält, im nächsten Winter wohl zum dritten Mal gezwungen sein, als Zimmermädchen in einem österreichischen Hotel zu arbeiten. Ich weiß es nicht, ob ich nochmal wieder nach Österreich gehe. Eigentlich wollte ich nicht gehen, aber wir werden schauen. Ich heiße Emilie und bin 24. Ich habe ein Diplom in internationalem Handel. Mein Traum ist, in Südamerika im Import-Export zu arbeiten. Ein Supermarkt am Stadtrand von Rouen. Es ist 7 Uhr morgens. Das Geschäft ist noch nicht geöffnet und die Mitarbeiter sind mit letzten Vorbereitungen beschäftigt. Es ist Emilies erster Arbeitstag. 2 Wochen lang wird sie in der Fleisch- und Wurstwarenabteilung arbeiten. Ein Aushilfsjob, wie sie im vergangenen Jahr viele hatte. Doch diese junge Frau ist Absolventin einer anerkannten Universität. Wenn ich einen Anruf wegen eines Jobs bekomme, geht es immer um eine Inventur oder das Verteilen von Prospekten. Ich sage mir dann, dass das immerhin besser als nichts ist. Ist das fatalistisch? Vielleicht, aber es ist mit Sicherheit besser als Arbeitslosigkeit. So ist nun mal das Leben, so funktioniert der Arbeitsmarkt. Heutzutage macht man nicht mehr, was man will, sondern was geht. Und so nimmt eben jeder, was ihm angeboten wird, auch wenn es nichts mit den Träumen zu tun hat, die wir als Studenten hatten. Darauf kommt es nicht an. Aber wie kann es sein, dass eine junge, hochqualifizierte Frau wie Emilie im Supermarkt Hähnchen auf den Bratspieß steckt, obwohl sie eigentlich eine Führungsposition im internationalen Handel anstrebt? Man könnte sagen, die junge Generation bezahlt dafür, dass der Traum vom Aufschwung für einige wenige weitergeht. 1968 waren nur 6% der 20-Jährigen 2 Jahre nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitslos. Heute sind es 32%. 6%, das war wirklich nichts. Damals konnte man sich seinen Arbeitgeber noch aussuchen. Diese Generation konnte mit Abitur in die Mittelschicht aufsteigen, während man heute als Abiturient Schwierigkeiten hat, aus den unteren Schichten der Arbeiter und Angestellten herauszukommen. Und um diese Situation aufrechtzuerhalten, hat man der jungen Generation nur sehr wenig Platz gemacht, weshalb sie jetzt einen hohen Preis zahlt. Der Albtraum der jungen Generation besteht darin, dass sie für eine Verlängerung des Traums ihrer Vorgängergeneration bezahlt. In Frankreich geht die Hälfte der Hochschulabsolventen einer Arbeit nach, die nicht ihren Qualifikationen entspricht. Selbst unter Abiturienten herrscht ein harter Wettbewerb um Aushilfsjobs. Emilies erster Arbeitstag geht zu Ende. Zusammen mit dem stellvertretenden Leiter des Supermarkts zieht sie Bilanz. Eine seltsame Bilanz. Bon, alors, comment ça s'est passé ce matin?
Bah, ça s'est bien passé. Donc là, j'ai bien compris le système, donc de la machine à trancher, de. Oui. Maintenant, c'est vraiment s'habituer aux produits, différencier les différents produits. Donc, oui, ça peut pas venir du jour au lendemain, hein, de toute façon. Mais, oui, ça s'est bien passé. Je commence déjà à repérer certains produits spécifiques. Dans le commerce, moi. Wenn ich im Handel jemand einstelle, interessiere ich mich nicht für Diplome. Ich sehe vor allem den Menschen und wie er sich gibt, ob er höflich ist und sich als Verkäufer eignet. Es ist gut, ein Diplom zu haben, aber das heißt noch nicht, dass jemand genauso gut ist wie ein erfahrener Mitarbeiter. Hochschulabsolventen wollen oft höher hinaus als andere, die schon 30 Jahre dabei sind, und das geht nicht. Man muss bescheiden bleiben. Nur weil jemand Diplome besitzt, ist er noch nicht besser als andere. Er ist vielleicht intelligenter, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er sich für den Handel eignet. Sprich, Emilies vierjähriges Studium ist hier eher ein Nachteil. Doch sie hat keine Wahl. Sie braucht diesen Job. Ihre Eltern leben auf den Antillen, sie bezahlen ihre Miete, können aber nicht für alles aufkommen. Für den Rest muss sie selbst sorgen. Heute Vormittag habe ich vor allem Fleisch und Wurst verkauft. Nachmittags habe ich Hühnchen paniert, dann wieder Wurst verkauft und schließlich abgewaschen. Mit den Diplomen. Jetzt werden Sie sagen, dass ich ja dafür bezahlt werde. Es ist auch besser, als nichts zu verdienen. Aber trotzdem. Hätten Sie nicht etwas Besseres verdient? Sagen wir, ich verfüge über Fachwissen, das man besser einsetzen könnte. Man muss nicht vier Sprachen sprechen, um Schinken zu verkaufen. Seit einem Jahr ist Emilie ständig auf Arbeitssuche. Die rot markierten Unternehmen sind die Absagen. Insgesamt waren es 567 Bewerbungen. Was empfinden Sie? Auf Stellenanzeigen. Was empfinden Sie, wenn Sie das sehen? Sie meinen, ob mich das deprimiert? Nein, es empört mich höchstens. Allerdings überlege ich inzwischen auch, ob ich nicht besser ins Ausland gehen sollte. Wenn ich ein Jahr nach meinem Abschluss darüber nachdenke, Frankreich zu verlassen, dann weil die Umstände mir einfach keine andere Wahl lassen. Emilie ist verbittert. In ihrer Ausbildung hat die Familie über 15.000 Euro investiert. Ein bislang sinnloses finanzielles Opfer. Wenn ihr die Decke auf den Kopf fällt, kommen ihre Freundinnen zu Hilfe. Ganz ehrlich, Emilie, ich denke, dass du irgendwann etwas findest. Es gibt zwei Arten von Arbeitgebern. Die Großkotze von den Elite-Unis, die auch nur Absolventen von Elite-Unis nehmen, und diejenigen, die sich ihre Position hart erarbeitet haben. Und die werden dir eine Chance geben. Einigen habe ich vorgeschlagen, mich für den Mindestlohn einzustellen, damit ich wenigstens Arbeit habe. Ich verlange nicht viel, nur den Mindestlohn. Aber die Unternehmen haben glatt abgelehnt mit der Begründung, dass ich mit meinem Diplom im ersten Monat den Mindestlohn, aber im zweiten Monat eine Gehaltserhöhung verlangen würde. Ich glaube, manche haben einfach Angst, weil sie selbst keine besonderen Qualifikationen für den Einstieg gebraucht haben und sich nun mit Leuten konfrontiert sehen, die kompetenter sind als sie. Vielen ist bewusst geworden, dass der Kuchen kleiner wird. Und es ist einfacher, wenn nicht zu viele am Tisch sitzen, mit denen er geteilt werden muss. Deshalb versucht man zu verhindern, dass die Jugend am Tisch Platz nimmt, um ihren Teil dieses immer kleineren Kuchens einzufordern. Ist das kriminell? Nein. Wie heißt es so schön? Jeder ist sich selbst der Nächste. Aber was die Zukunft betrifft, sind die Aussichten in Frankreich sicherlich ziemlich düster. Meine Eltern sammeln bis heute stolz meine Diplome. Aber wozu? Sie sind nur wertloses Papier und machen mich fast zu einer Verdächtigen, einer für die Arbeitswelt ungeeigneten Träumerin. Ich habe euch vertraut und auf Ansehen und Erfolg gehofft, aber ihr habt mich belogen. Céline 23, mein Traum, eine Gesellschaft ohne Geld. Paris, 20. Arrondissement.
Hier lebt die 23-jährige Studentin Celine. Ich habe zum Glück ein kleines Apartment, in dem ich mich wohlfühle. Es ist zwar winzig, aber größer als das, was die meisten anderen Studenten in Paris haben. Ich kann kommen und gehen, wie ich will und muss niemandem Rechenschaft ablegen. Ich lebe mein eigenes Leben. Wenn ich nachts arbeiten möchte, arbeite ich nachts. Niemand erwartet mich und ich störe niemanden. Das gefällt mir. Céline ist in der Nähe von Paris aufgewachsen. Ihre Eltern sind beide Lehrer. Vor anderthalb Jahren ist sie aus ihrem Elternhaus in dieses Pariser Apartment gezogen. 15 Quadratmeter sind zwar nicht viel, aber ein erster Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Meine Eltern zahlen mir einen kleinen Essenszuschuss. Sie haben Angst, dass ich verhungern könnte. Ich denke nicht allzu viel über die Zukunft nach. Natürlich sollte man Ideen und Pläne für die nächsten 1-2 Jahre haben. Aber ein langfristiger Zukunftsplan, heiraten, 2 Kinder, ein Hund, ein Haus, das ist absolut nicht mein Ding. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ich denke nie, ich muss dringend Arbeit finden, denn wenn ich nicht bald arbeite, bekomme ich nicht genügend Rentenbeiträge zusammen. So etwas geht mir auf die Nerven. Ich weiß natürlich, dass ich sehr lange arbeiten werden muss. Aber über diesen Albtraum denke ich lieber nicht weiter nach. Nein, ich plane nicht. Céline studiert Informatik und Geschichte. An diesem Morgen fährt sie in ein Archiv im Großraum Paris, wo sie seit 2 Wochen ein Praktikum für Diplomanden absolviert. Salut, ça va? Ouais, ouais, bien. Passe une bonne soirée. Ihre Aufgabe besteht darin, alte Plakate der kommunistischen Partei zu sortieren und zu analysieren. Das hier ist von 1952, ein Plakat des Kommunistischen Verbands junger Mädchen. Darauf wird das Recht auf Beruf und Arbeit, auf Ausbildung und Freizeit gefordert. All das ist auch heute noch aktuell und genau das, was auch ich mir wünsche. Ich möchte einen Beruf und genügend Zeit, das Leben zu genießen. Ein Leben lang lernen, das ist interessant. Einschränkung der Rüstungsausgaben, mehr Geld für die Jugend. Das ist total aktuell. Eigentlich ganz einfach. Es ist August und alle Mitarbeiter sind im Urlaub. Céline ist allein im Büro und sichtlich begeistert von ihrem Praktikum, obwohl sie von Praktika eigentlich längst genug hat. Praktika sind ja gut und schön. Wenn man Glück hat, lernt man auch einiges. Vorausgesetzt, man trifft auf gute Ausbilder. Im Übrigen glaube ich nicht mehr an den pädagogischen Anspruch dahinter. Die Unternehmen wollen vor allem billige Arbeitskräfte. Es ist praktisch, junge Leute einzustellen, die ihr Studium abgeschlossen haben oder im letzten Studienjahr sind, die von der Universität Erfahrung mitbringen, selbstständig arbeiten können und Initiative zeigen. Sie sind arbeitswillig und sofort einsetzbar. Und man braucht sie nicht einmal zu bezahlen. Das ist wirklich der Gipfel der Geringschätzung. Dies ist bereits Celines 4. Praktikum. Französische Unternehmen beschäftigen jedes Jahr rund 800.000 Praktikanten. Ein Praktikum gilt als Stabübergabe zwischen den Generationen, als Sprungbrett zu einem festen Arbeitsverhältnis. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Nur knapp 10% werden nach einem Praktikum fest eingestellt. Heutzutage will man der Jugend einfach keine Chance geben. Stattdessen heißt es, macht Praktika und wenn ihr gut seid, stellen wir euch möglicherweise ein. Ja, möglicherweise oder nie. Der übliche Spruch lautet, ich habe früher auch Praktika gemacht. Da kann ich nur sagen, klar, aber zu deiner Zeit führte das auch noch direkt zu einem Arbeitsplatz. September 2005.
In Paris formiert sich ein Netzwerk gegen den Praktikumsmissbrauch. In ganz Frankreich gehen Praktikanten auf die Straße. Sie demonstrieren maskiert, um zu zeigen, dass sie einer anonymen Masse angehören. Anfangs sind es nur wenige Demonstranten. Doch ihre Bewegung setzt einen Bewusstseinsprozess in Gang. Als sich die Medien für ihre Probleme zu interessieren beginnen, weiten sich die Proteste schnell aus. So entsteht das Netzwerk Prekäre Generation. Die Unternehmen sind sich des Wertes der jungen Mitarbeiter sehr wohl bewusst. Aber sie wissen auch, dass sie ihnen inzwischen nichts mehr oder nur so wenig zu bezahlen brauchen, dass es kaum der Rede wert ist. Die Praktikanten kommen trotzdem und das nutzen die Unternehmen aus. Das ist wie mit den illegalen Arbeitern. Warum auf sie verzichten? Sie sind da, also werden sie eingesetzt. Und das untergräbt natürlich auch die Grundlagen für eine mögliche Einigung oder Annäherung zwischen den Ansprüchen der Unternehmen und der Jugend. Immer ist die Rede vom Generationenvertrag. Wo ist dieser Vertrag? Wenn es nur noch Verbitterung gibt statt Vertrauen, ist alles aus. Lange Zeit hielt ich mich für die einzige Leidtragende dieses Dramas. Die einzige, die unbezahlte Arbeit leistet, um nicht zum Außenseiter zu werden und dabei ständig Fehlschläge hinnehmen muss. Aber wir sind viele, sehr viele, und wir sind keine Faulenzer, im Gegenteil. Warum würden wir uns sonst so abstrampeln? Wir fordern einen Arbeitsplatz. Ist das zu viel verlangt? Aber alles, was ihr uns gebt, sind Beschäftigungen. Wir haben sie nicht belogen. Wir haben es nur nicht fertiggebracht, ihnen die Wahrheit zu sagen. Man kann zu einem jungen Menschen schlecht sagen, hör zu, mein Lieber, es wird furchtbar schwer werden, eine Stelle zu finden. Man muss ihnen ja auch Mut machen. Aber wir dachten nicht, dass es so hart werden würde. Wir glaubten, das ginge vorüber und die guten Zeiten kämen wieder. Aber sie kamen nicht wieder. Verglichen mit 1970 sind heute 4 bis 5 Mal so viele Junge unter 25 noch 2 Jahre nach ihrem Abschluss arbeitslos. Bonjour. Steht jetzt in Deutschland und Frankreich ein Generationenkrieg bevor? Ich habe absolut keine Lust, mich für Leute totzuarbeiten, die mir keinerlei Chance gegeben haben. Wenn wir ihre Renten bezahlen müssen, werden wir das tun. Aber wir haben ja wohl das Recht zu protestieren und Kritik zu üben. Wenn ich deine Rente bezahle, darf ich auch den Mund aufmachen. Das ist nur fair. Ich bin mit diesem System nicht einverstanden. Ich habe hart gearbeitet und ihr habt mir nicht vertraut. Aber ich bin trotzdem da und ich bin kompetent. Und jetzt geht in Rente und kümmert euch um eure Gärten. Ich bin Bruno, 25, und mein Traum ist eine Gesellschaft mit einem Ziel: Gleichheit. Nach Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch, der arbeitet, das Recht auf eine angemessene Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine würdevolle Existenz sichert. Dies ist nicht mehr der Fall und das ist skandalös. Wir wollen eine andere Zukunft als die, die ihr uns bietet. Bruno gibt heute eine Pressekonferenz. Er ist Präsident der UNEF, des größten unabhängigen Studentenverbands in Frankreich. Es ist Semesteranfang und Bruno und seine Mitstreiter möchten auf die sinkende Kaufkraft der Studenten aufmerksam machen. Bis jetzt hat es keine ernsthaften Maßnahmen gegeben zur Verbesserung der sozialen Lage der Studenten. Und die Kaufkraft der Studenten ist seit 2002 Jahr für Jahr gesunken. 1 oder 2 Jahre lang kann man das akzeptieren, aber 5 Jahre sind für die Studenten nicht mehr tragbar. Wir dachten, die Regierung würde versuchen, sich nach der massiven Vertrauenskrise aufgrund der Erstanstellungsverträge wieder mit der Jugend auszusöhnen. Aber sie bemühen sich nicht um Versöhnung, sondern sie nehmen uns auf den Arm. Um die Regierung jetzt zu Semesterbeginn auf unsere schwierige Lage aufmerksam zu machen, brauchen wir die Medien. Im Grunde haben wir 2 Ziele. Wir wollen die Studenten informieren und sie dazu aufrufen, notfalls mobil zu machen. Gleichzeitig sind wir aber auch auf eine umfassende Berichterstattung angewiesen, denn Regierungen mögen es bekanntlich nicht, wenn ihre Politik in den Medien kritisiert wird. Wir wissen, die Medien zu nutzen, weil wir sie kennen und mit ihnen aufgewachsen sind. Das unterscheidet uns vielleicht von früheren Generationen. Darin liegt natürlich auch ein gewisser Zynismus. Wir nutzen die Medien, wo wir können, aber wir sehen sie durchaus kritisch.
Die UNEF ist Frankreichs ältester Studentenverband. Aufgrund der entscheidenden Rolle, die sie bei den Unruhen vom März und April dieses Jahres spielte, hat sie trotz ihrer geringen Mitgliederzahl eine gewisse Überzeugungskraft gewonnen. Das soll nun bei den Verhandlungen mit der Regierung nutzen. Wir brauchen diesen Verband unter anderem deshalb, weil wir so als Studentenorganisation ständig Einfluss nehmen können. Nicht nur, wenn die Leute auf die Straße gehen. Es ist wichtig, dass wir den Lauf der Dinge auch außerhalb von Demonstrationen und Streiks beeinflussen können. Es geht nicht darum, Macht auszuüben oder zu versuchen, von heute auf morgen die Regierung oder einen Premierminister zu Fall zu bringen. Dennoch ist es Bruno und mehreren hunderttausend jungen Demonstranten sehr wohl gelungen, die Regierung ins Wanken zu bringen. März 2006. Der Premierminister will einen speziellen Arbeitsvertrag für Erstanstellungen einführen. Der sogenannte CPÖ soll die Rechte aller Arbeitnehmer unter 26 Jahren einschränken. Junge Leute, und nur sie, sollen künftig ohne Angabe von Gründen entlassen werden können. Die Betroffenen machen ihrer Wut durch Demonstrationen und die Besetzung von Universitäten und Gymnasien Luft. Obwohl sie praktisch jeden Tag demonstrieren, weigert sich die Regierung, 2 Monate lang ihre Gesetzesvorlage vom Tisch zu nehmen. Die Fronten verhärten sich und es kommt zu zahlreichen Zusammenstößen. Doch die öffentliche Meinung ist auf Seiten der Jugend und die Regierung muss ihren Gesetzentwurf schließlich zurückziehen. Antoine, 20 Jahre, Student der Geschichte. Mein Traum, eine freie und anarchistische Gesellschaft. Die Jugend ist in Aufruhr. Sie hat zu viele enttäuschte Hoffnungen und Demütigungen, zu viel Ausbeutung erlebt. Praktikanten, Arbeitslose, Schüler, Zeitarbeiter, wir alle leiden unter denselben Ängsten. Ich kann euer Gerede über Schuldgefühle nicht mehr hören. Ich trage keine Schuld. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Einige Monate später in Tours. Vor dem Justizpalast versammeln sich die Anführer der Protestbewegung. Unter ihnen auch Antoine. Der junge Student war an der Organisation der Demonstrationen in Tours beteiligt. Ihm wird vorgeworfen, am Rande einer Anti-CPÖ-Demonstration das Gebäude der Regierungspartei UMP beschmiert zu haben. Antoine und seine Mitstreiter rechnen heute mit ihrem Urteil. Ihrer Ansicht nach lässt sich nicht beweisen, wer von den etwa 100 Demonstranten Urheber der Graffiti war. Sie sind also zuversichtlich. Das Urteil lautet 50 Stunden gemeinnützige Arbeit. Erfahrungen wie diese können einen Menschen entweder kaputt machen oder ihn weiter radikalisieren. Vor Gericht gestellt und verurteilt zu werden, lässt niemanden kalt. Aber wir haben als Gemeinschaft gehandelt und tun dies auch weiterhin. Auch wenn diese 50 Stunden eine persönliche Strafe darstellen. Wir werden weiter demonstrieren. Ich denke, die Generation der Richter hat die Bedeutung des CPÖ überhaupt nicht erfasst. Ich verstehe das nicht. Wenn sie nicht mit solchem Nachdruck demonstriert hätten, wären Verträge wie der CPÖ heute gültig und die Prekarisierung würde weiter fortschreiten. Auf der Straße haben sie gewonnen, aber sie hätten auch vor Gericht gewinnen müssen. Antoine wird gegen das Urteil Berufung einlegen. Trotz seiner Jugend hat er schon einige Schlachten geschlagen. Draußen werden er und seine Mitstreiter von einer Gruppe junger Aktivisten erwartet, mit denen Antoine sich in verschiedenen Bereichen engagiert. Sozialabbau, illegale Einwanderung, Gentechnologie. Antoine gehört zu einer Generation, die immer lauter protestiert. Gegen althergebrachte Wertvorstellungen und gegen die Welt der Alten. Sich zu wehren und zu engagieren, bringt einen wenigstens voran. Sonst besteht die Gefahr, dass man sich zurückzieht, sich in einen Kokon einspinnt und angesichts der vielen Tiefschläge und fehlenden Antworten verbittert. Wer enttäuscht ist, zieht sich oft in sein Schneckenhaus zurück und meint, nichts ausrichten zu können. Wir dagegen glauben immer noch daran, dass alles möglich ist. Und genau das hält uns am Leben.
Wir geben nicht auf und versuchen wenigstens etwas zu bewegen. Ich denke oft, in dem Moment, wo ich aufgebe, werde ich bitter und verschlossen. An diesem Tag werde ich dann wohl auch erwachsen werden. Aber das ist doch kein Leben. Wenn das Leben der Erwachsenen so aussieht, kann ich darauf verzichten. Lasst uns glücklich sein, solange wir noch können. Glücklicherweise ist die Jugend seit den Anti-CPÖ-Demonstrationen besser informiert. Und ich denke, dass die junge Generation von der individuellen Verinnerlichung eines vermeintlich persönlichen Scheiterns zu einer politischen Sichtweise ihrer Situation übergehen wird. Das kann sich positiv äußern, indem man sich der Probleme bewusst wird und Lösungen findet, aber auch negativ. Diese Situation kann sehr leicht zu einer tiefgreifenden politischen Destabilisierung führen, die sowohl die älteren als auch die jüngeren Generationen teuer bezahlen würden. Nach den CPÖ-Protesten und vor den Präsidentschaftswahlen hat die Sozialistische Partei Bruno eingeladen, vor den jungen Parteimitgliedern zu sprechen. Aus dem Zelt kommt ihm Jacques Lang entgegen. Wie viel Raum gewähren die traditionellen politischen Parteien der Jugend? Wir haben uns auf der Sommeruniversität der Sozialisten umgesehen. Un élément important de cette mobilisation, c'est que, contrairement à un discours très répandu à droite et parfois aussi malheureusement à gauche, je crois que ce mouvement a démontré qu'il n'y avait pas de jeunesse. Certains voudraient opposer deux jeunesses, la jeunesse des banlieues qui crament les voitures, souvent émigrées, pas les voitures, mais les jeunes, et puis la jeunesse de centre-ville, étudiante ou lycéenne. An der Sommeruniversität nehmen zahlreiche junge Aktivisten teil. Bei den Diskussionen sind sie willkommen. Doch echte Verantwortung will man ihnen nicht übertragen. Ein Beispiel. In der Nationalversammlung sind 80% der Abgeordneten über 50 Jahre alt. Der politischen Klasse dieses Landes mangelt es an jungen Leuten. Das gilt für die Nationalversammlung genauso wie für den Senat und auch die Medien. Die Jugend ist dort überall nur schwach vertreten. Das führt aber meiner Ansicht nach nicht dazu, dass die Jungen den Erwachsenen und ihrem Gesellschaftsmodell misstrauen. Es geht den Jungen darum, dass sie gehört und berücksichtigt werden. Das gilt besonders für die demokratischen Institutionen. Und das ist kein bloßer Eindruck, sondern die Realität. Die Jugend ist in den demokratischen Instanzen unseres Landes völlig unterrepräsentiert. Sie hat Vorstellungen von sozialer Sicherheit und einem Arbeitsplatz, die die Politik aber nicht einlösen kann. Bisher hat niemand eine zufriedenstellende politische Antwort darauf gegeben. Das Problem ist, dass wir in Frankreich die Jugend opfern und davon ausgehen, dass sie diesen Rückstand später wieder aufholen wird. In Skandinavien dagegen hat man begriffen, dass man mit der Jugend auch die Zukunft opfert. Aber in Frankreich will man die Gesellschaft möglichst wenig belasten und bürdet die Probleme daher der jungen Generation auf. In der Hoffnung, dass irgendwann alles besser wird. Damit haben wir jedoch eine Zeitbombe gezündet, die uns in 20, in 15 oder vielleicht auch schon in 10 Jahren um die Ohren fliegen wird. Ich bin Rick, 21 Jahre jung und träume davon, dass wir wieder träumen können. So leben wir ganz im Hier und Jetzt. Partys, Klamotten, Drogen, unsere Welt. Unsere tägliche kleine Flucht. Denn eure Welt funktioniert nicht mehr. Rick ist in den letzten Monaten durch das Buch iCool bekannt geworden. Es ist ein Bestseller. Wahrscheinlich, weil es ihm gelungen ist, die Stimmung der Berliner Jugend einzufangen. Nach diversen Medienpraktika hat er am Theater als Assistent von Christoph Schlingensief und als Journalist gearbeitet. Inzwischen schreibt er täglich an seinem Internetblog.
Es ist im Prinzip eigentlich eine Fortsetzung von meinem Buch iCool. Also es geht eigentlich darum, weiter durch Berlin zu gehen und irgendwelche Geschichten zu suchen, die sich halt bei Leuten um die 20 abspielen. Also das heißt, welchen Berufsweg gehen sie, welche Träume, Sehnsüchte, Ängste haben sie, was machen sie abends, wie verbringen sie die Tage, und es werden einzelne Begegnungen sein. Also es ist, glaube ich, so, dass es heute immer schwieriger wird, so einen ganz klaren Weg zu gehen. Ich habe auch irgendwie den Begriff perspektivlose Euphorie in meinem Kopf. Das heißt, irgendwie leben wir im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Es ist eine ganz starke Fixierung auf das, was gerade passiert, aber relativ perspektivlos. Also die Leute machen vielleicht ihren Job, studieren, aber es ist alles nicht, es gibt nicht den großen Lebensentwurf, die große Lebensplanung. Und viele wissen halt nicht, was sie mit 30 machen werden. Hi. Hi. Ja? Das ist Alex. Einer von Ricks Freunden und auch eine der Figuren seines Buches. Denn in Ricks Buch ist alles wahr und nichts erfunden. Ja, fleißig. Fleißig über Leben. So ein bisschen. Kann ich dir das anmachen? Kaffee. Nee. Kaffee. Ich mache im Endeffekt nicht wirklich was. Also ich habe einen Job, um sozusagen meine Wohnung zu bezahlen und so leben zu können. Und male und mache Fotos und werde mich dann im Frühjahr bei Kunsthochschulen bewerben. Ist jetzt gerade mein Plan. Ich denke, wird sie dann irgendwie erträglich jetzt? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist halt so eine Sache. Man wird ja jetzt auch nicht irgendwie getreten, damit man was macht, außer vielleicht von seiner Mutter manchmal. Aber das ist ja auch so eine Form von Perspektivlosigkeit, dass man auch gar nicht so genau weiß, warum man jetzt was ändern sollte oder warum man wohin sollte und wohin man sollte. Also man sieht nicht so richtig, oder ich sehe nicht so richtig, wo ich hin soll und warum ich von da weg soll, wo ich gerade bin. Die Zeiten, in denen man sein Leben plante, scheinen für diese Generation vorbei zu sein. Sie sehnt sich nur noch nach einem kurzfristigen Glück und ist sich bewusst, dass sie den Ansprüchen der älteren Generation nicht mehr gerecht werden kann. Rick hat sich mit Max im Café verabredet. Zum Arbeiten und fürs Vergnügen. Schon seit er klein war, arbeitet Max als Schauspieler. Hi. Hey. Ja. Wie geht's denn? Ich meine, also welcher Jugendliche hat heute noch irgendwie so den wirklichen Mut zu seinem richtigen, tiefen Traum? Also nicht nur den oberflächlichen Traum, also das dann auszusprechen und zu sagen, das will ich so, das brauche ich. So tauchen wir ab in unsere eigene Welt, die ihr nicht seht, die ihr nicht versteht. Alleingelassen von euch, wollen wir wenigstens in unserer eigenen Generation nicht vereinsamen. Das Beste, was uns bevorsteht, ist immer das nächste Wochenende. Auch Olga ist eine Figur aus Ricks Buch. Sie ist 18 Jahre alt. Olga und Rick feiern gern gemeinsam in Berlins angesagten Clubs. Viele in meinem Freundeskreis, auch als irgendwie die 10. Klasse abgeschlossen wurde, die irgendwie die Fähigkeiten hatten, also jeder wusste, sie haben in sich drin irgendwas, sie könnten weitermachen, die keine Lust haben, weil sie von vornherein sagen, in dieser Welt schaffe ich es nicht, weil es schaffen entweder die richtig Guten, die schaffen was und der Rest hat so ein Level. Und trotzdem gibt es immer noch dieses Gefühl,
dass sie ja durch Sozialhilfe irgendwo versichert sind und lieber das machen, um sich nicht selbst einzugestehen, dass sie eigentlich gar nicht was können, die sich nicht weiterbringen können. In einer Welt, die ihnen wie ein Dschungel vorkommt, ist das Feiern für Olga und ihre Freunde ein Trost. Es füllt ihr Leben aus. Es ist ihr Leben. Alles. Sehr wichtig. Ja. Ist die Ablenkung, die Flucht und absolut. Die Ablenkung. Wenn man feiert, dann vergisst man alles um sich herum und alle Leute vergessen es. Und man kommt auf einen Nenner, und zwar das ist dieses Spaß haben, abgesehen von allem. Man trinkt oder man nimmt Drogen, um seine Probleme zu vergessen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Also von mittlerweile, von 11 bis nach oben gibt es keine Grenze, würde ich sagen. Ja. Am nächsten Morgen sitzt Rick wieder vor seinem Bildschirm und berichtet über die Begegnungen der letzten Nacht. Euphorische Begegnungen ohne Perspektive, wie er selbst sagt. Doch manchmal kann auch er nicht umhin, über die Zukunft nachzudenken. Ich glaube, dass einfach in 15, 20 Jahren 20-Jährige viel radikaler sein werden und auch viel klarer ihre Ansprüche, Bedürfnisse formulieren werden. Und es da sicherlich sich einfach gesellschaftlich zuspitzt, wenn man sozusagen eine Mehrheit hat, die eben nicht mehr einzahlt, nicht mehr Lasten trägt, sondern eigentlich versorgt wird von einer Minderheit. Dass es da dann zu einer krassen Zuspitzung kommen wird, gerade wenn diese Minderheit gar nicht mehr die Möglichkeit hat, die Mehrheit zu versorgen. Und dann, glaube ich, wird es ganz andere Debatten geben und die viel vielleicht auch aggressiver oder radikaler geführt werden.